Und hier jetzt mal einen Einblick, wie das aussieht, wenn man den Test aus Studierendensicht bearbeitet. Wenn man jetzt hier reingeht, bevor die Testbearbeitungszeit angefangen hat, bekommt man hier die Meldung, von wann bis wann der Test verfügbar ist und kann dann einfach wieder zum Kurs zurückgehen. Und wenn man den Test dann aufruft zu der Zeit, wo er verfügbar ist, hat man hier auch diesen Button Test jetzt durchführen. Dann starten wir den Test. Da sind jetzt ein paar Fragetypen drin, die einem begegnen können. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Single Choice, einmal mit dem Hinweis, dass nur eine Antwort richtig ist. Man kann was auswählen, kann das über diese rote Schaltfläche auch wieder zurücknehmen oder einfach die Auswahl wechseln, sich dann für irgendwas entscheiden, kann hier auf die nächste Seite gehen. Hier oben bei der Testnavigation kann man ganz gut erkennen, ob man eine vorgegebene Navigation hat, also sich nur vorwärts durch den Test bewegen kann. Wenn die Zahlen hier oben grau hinterlegt sind, dann ist die Navigation vorgegeben. Das sehe ich dann auch bei den weiteren Fragen. Dadurch, dass ich keinen Button habe zum Zurückspringen, sind die Zahlen weiß hinterlegt. Dann kann man jederzeit auf unterschiedliche Fragen springen, vorwärts und rückwärts. Ja, als nächstes haben wir nochmal so eine Single-Choice-Frage, allerdings ohne diesen Hinweis, dass nur eine Frage richtig ist. Man kann aber auch gar nicht mehr ankreuzen. Als nächstes haben wir eine Multiple-Choice-Frage. Wir können also mehrere Sachen ankreuzen und es können mehrere Sachen richtig sein oder eine. Hier ist ein entsprechender Hinweis auch mit eingeblendet. Ja, der aktuelle Stand unserer Bearbeitung. Wir haben Aufgabe 1 und 2 bearbeitet. Wir sind gerade dran, Aufgabe 3 zu bearbeiten. Und jetzt passiert das, wovor wahrscheinlich viele Angst haben. Meine Internetverbindung bricht ab. Wenn das allerdings nur ein kurzer Verbindungsabbruch war, besteht kein Grund zur Sorge. Man meldet sich wieder an, navigiert wieder in den Kurs, geht wieder in den Test und hat hier den Button Letzten Versuch fortsetzen. Man sieht auch, die Aufgaben 1 und 2 sind immer noch gelöst. Ich stehe in Frage 3, meine Eingaben von vorhin wurden nicht gespeichert. Ich setze die wieder rein und gehe zur nächsten Frage weiter. Das ist jetzt auch nochmal eine Multiple Choice, allerdings ohne den Hinweistext, dass eine oder mehrere Antworten richtig sein können. Das hier ist jetzt eine Freitextfrage. Da hat man die Möglichkeit, in diesem Textfeld was einzutragen. Hat hier auch verschiedene Möglichkeiten, was zu formatieren, wenn das gebraucht wird. Ganz wichtig an der Stelle, diese Textfelder speichern standardmäßig jede Minute. Das heißt, bei einem Verbindungsabbruch geht Ihnen im schlimmsten Fall eine Minute verloren. Das kann eine ganze Menge Text sein. Es empfiehlt sich, das in einem anderen Programm vorzuschreiben. Falls Sie hier drauf klicken und versuchen, ein Bild hinzuzufügen und es fehlt Ihnen die Schaltfläche Datei auswählen, dann haben Sie nicht das Recht, hier eine Datei hochzuladen. Hier oben bei den Punkten haben wir bei dieser Aufgabe jetzt mal 3 Punkte stehen. Das kann in einem echten Test unterschiedlich aussehen. Entweder da stehen jeweils mehr Punkte oder auch standardmäßig bei jeder Frage ein Punkt. Da braucht man sich erstmal keine Gedanken machen. Wir gehen weiter zur nächsten Aufgabe. Das ist wieder eine Freitextaufgabe. Ich kann auch wieder, wie wir es eben schon gesehen haben, Text eintragen. Nur hier ist jetzt die Option freigeschaltet, dass man eine Datei auswählen kann, also ein Bild direkt hochladen. Und dann geht man einfach auf Datei auswählen und dann hier oben auf Datei hochladen und kann aus seinem lokalen Dateisystem ein Bild hochladen. Wenn man die Datei ausgewählt hat, klickt man hier auf Datei hochladen, bekommt so ein Vorschaufenster, muss hier einmal anhaken, Beschreibung ist nicht notwendig und kann dann das Bild hochladen. Das Bild wird dann hier zusammen mit meinem Text, den ich geschrieben habe, dargestellt und kann auch so abgespeichert werden. Eine andere Alternative, die es noch geben kann, dass Sie in der Freitextaufgabe so ein Feld finden, wo Sie eine Datei hochladen können und das geht auf die gleiche Art. Man klickt hier oben einmal auf dieses Papiersymbol und kann dann auch wieder eine lokale Datei auswählen. Die nächste Aufgabe ist eine Kurzantwortaufgabe. Hier hat man nur so ein kleines Feld, wo man einen unformatierten Text einfügen kann. Als nächstes sehen wir eine Wahr-Falsch-Frage. Da hat man eine Aussage und muss dann entscheiden, ob die wahr oder eben falsch ist. Gegebenenfalls kann einem das auch auf die Art begegnen, dass man eine Auflistung von Wahr-Falsch-Fragen hat und für jede Aussage eine Entscheidung treffen muss. Es gibt auch Berechnungsfragen, da muss man etwas ausrechnen und hier das Ergebnis eintragen. Teilweise ist auch noch eine Maßeinheit auszuwählen. Wichtig ist, man kann das Ergebnis mit
einem Komma eingeben, also als Komma oder den Punkt als Komma. Da kann Moodle in beiden Fällen mit umgehen. Was man nicht machen sollte, ist Tausender-Trennzeichen mit reinmischen. Da kommt es gern zu unvorhergesehenen Auswertungen. Berechnungsaufgaben kann es auch in der Form geben, dass man eine Rechnung hat und aus mehreren vorgegebenen Ergebnissen auswählen muss. Ansonsten kann es auch noch so Zuordnungsaufgaben geben, wo man dann aus einem Dropdown-Feld einfach eine Aussage auswählen muss, die zu der Frage passt. Ansonsten sind auch Drag-and-Drop-Aufgaben möglich, so wie hier, wo man einen bestimmten Punkt auswählen muss oder auch wo man Sachen zuordnen muss. Das ist aber wahrscheinlich eher selten der Fall. Es kann auch Lückentextaufgaben geben. Das ist jetzt hier mal ein Lückentext in der Tabelle. Einmal mit der Variante, dass man Text eintragen muss und einmal nochmal mit Auswahlfeldern, wo man aus vorgegebenen Alternativen auswählen kann. Ja, und jetzt sind wir durch den Test durch und haben hier nicht mehr nächste Seite, sondern Versuch abschließen. Wenn man da draufklickt, bekommt man einmal die Auflistung über die ganzen Aufgaben, die man gemacht hat, die Antworten, die gespeichert sind. Ich kann hier wieder zurück zum Versuch, lande aber immer nur auf der letzten Seite, falls die Navigation vorgegeben war. Und klicke dann hier unten, wenn ich es abgeben möchte, innerhalb der Zeit auf Abgabe und habe das Ganze dann beendet. Und wenn die Auswertung nach dem Versuch deaktiviert ist, kriegt man an der Stelle auch noch kein Ergebnis angezeigt.